Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und einem neuen Spiel. Und zwar einen Abonnentenwunsch. Wir spielen, wie man das schon an der Musik und auch gleich an der Schrift erkennt, Indiana Jones and the Last Crusade, also der letzte Kreuzzug. Das ist ein altes Adventure von Lucasfilm Games, später auch LucasArts genannt. Und ja, ich weiß gar nicht, von wann das Spiel ist. Auf jeden Fall ist es schon relativ alt. Das Spiel hat jetzt auch keine Sprachausgabe. Und den Text, den werde ich jetzt nicht vorlesen, weil da werde ich auch gar nicht hinterherkommen, schätze ich mal. Das wäre dann nicht so gut. Und er tropft ziemlich. Das ist eine gute Frage, Markus, warum er so nass ist. Wobei, wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man es in etwa. So. Da hat man jetzt auch schon gesehen, hier oben am Bildschirm kommen die ganzen Gespräche. Hier haben wir das Bildschirm, wo das Spiel geschehen ist. Und da unten haben wir dann unsere Verben. Wie drücke, ziehe, gebe, öffne, schließe, schaue, gehe zu, nimm, was ist, benutze, schalt ein, schalt aus, rede und reise. Ja, man sieht, dass es noch ein altes Spiel ist von Lucasfilm, weil später wurden diese Verben auch aufs, reduziert aufs Nötige, was ist und schalte ein, schalte aus und so weiter, wurden zum Beispiel rausgeschmissen, weil man es auch mit Benutzer einfach machen konnte. Aber hier in dem Spiel gibt's das halt noch. Was sehr, sehr schön ist, ist, dass man doch einige Sachen machen kann. Wie jetzt zum Beispiel den Hammer hier nehmen und diesen Hammer mit dem Gong benutzen. Und das nützt im ganzen Spiel überhaupt nichts. Oder ich könnte die Tür schließen. Und dahinter ist ein Lichtschalter, den ich ausmachen kann. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Nützt auch im ganzen Spiel jetzt nicht, das Ziel zu kriegen. Aber man kann es halt machen. Und das finde ich toll, dass man solche vielen Optionen machen kann. Dafür gibt's aber keine Hotspots-Anzeige, aber das kennt man ja auch von anderen Spielen. Was auch sehr schön ist, man kann richtig die Story vom Film nachspielen, also mit allen Einzelheiten, aber man kann auch andere Wege gehen als im Spiel. Das werden wir wahrscheinlich auch bald sehen, wenn ich es hinkriege. Vor allem am Schluss erinnere ich mich, dass man da auch verschiedene Schlussszenen hatte, je nachdem, wie man reagiert hat. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel und sehr alt. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus für dessen Alter. Ich muss echt mal schauen, von wann das gewesen ist. Ich weiß es nämlich nicht. Haben wir da noch einen Eimer? Nein. Da haben wir einen Boxring. Okay, dann können wir mal in die Umkleide gehen. So. Und der Hut darf natürlich nicht fehlen. So, weil in diesem Spiel gibt es nämlich auch Boxszenen. Man kann, glaube ich, relativ viele vermeiden. Nicht alle, ich bin gar nicht sicher. Aber wenn man ein bisschen blöd sich anstellt oder je nachdem es dumm läuft, kann es sein, dass man boxen muss. Und es sind so kleine Events, wo man mit einem Tastaturblock, glaube ich, schlagen konnte oder blocken konnte. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das ging. Das probieren wir doch einfach mal. Ah ja, genau, das war blocken. Da kann man nach hinten laufen, okay.
Aber es ist nicht so ganz meine Welt. Gut, den Hammer. 10 Minuten später. Jetzt probieren wir doch einfach mal den kompletten Kampf, was er drauf hat. Das wird jetzt übel für uns enden, glaube ich. Ja, das war irgendwie klar. Wobei wir uns ganz gut geschlagen haben, glaube ich. Das Gute ist, hier kann man so oft kämpfen, wie man will. Im späteren Verlauf ist dann das Spiel fertig, wenn man nicht gespeichert hat. Wenn ich mich recht erinnere. Problem ist, das hätte man fast gehabt. Wenn er blockt und ich schlag, kostet mich das auch Ausdauer. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht die ganze Folge einfach mit dem Boxkampf uns machen. Das muss ja nicht sein. Sure, dann gehen wir doch mal. Naja, ich erinnere mich. Es gibt auch keine rechte Maustaste. Das heißt, man muss wirklich das ganze Dings machen. Da haben wir einen Schaukasten. Verschiedene Schätze und Artefakte, okay. Dann reden wir doch mal. Ach, hier haben wir's. Rede mit Markus. Ich weiß gar nicht, kam das auch im Film vor? Das mit der Dings? Einen neuen Geologen, der sich auch für einen Archäologen hält. Okay. John Reed. So, das war der gute Markus. Jetzt gehen wir doch mal hier rein. Ach, ich weiß noch ziemlich viel über das Spiel, ganz ehrlich gesagt. Nicht mehr alles, aber gerade die Anfangsszene ist mir doch noch sehr bekannt. Später weiß ich jetzt nichts mehr. Vielleicht erinnere ich mich wieder, wenn wir auch so weit sind. Ein paar Szenen weiß ich auch noch, aber wirklich nicht mehr allzu viel. Öffne die Tür. Ja, auch die Musik ist doch relativ wenig. Aber, ach ja, arme Irene. Ja, an der Musik wird auch gespart. Aber das passt, denke ich, alles schon. Ja, sehr. Saure Studenten. Reden wir mal mit denen. Entschuldigung, aber ich muss hier mal durch. Ich glaube nicht, dass das klappen wird. Nein, klappt nicht. Vielleicht fällt uns eine Lösung ein. Wir haben, glaube ich, eine Lösung, die für alle fair ist. Oder nee. Vielleicht sollten Sie sich einen anderen Lehrer suchen. Ja, doch suchen. So, aber wie Markus uns gesagt hat, da gibt es doch einen Geologieprofessor, der sich da auskennt. Professor John Reid. So.
Das ist zum Beispiel diese Möglichkeit, wo ich gesagt habe, wo sich vom Film, wo man was anderes machen kann. Weil im Film war es ja so, dass man, Irene heißt sie, glaube ich, sagen konnte, dass sie von den Schülern eine Liste machen soll, dass sie alle nacheinander kommen und dann ist er durchs Fenster geflohen. So hätten wir es auch machen können. Dann wären wir nicht mehr durch die Tür gekommen, weil da die ganzen Studenten gewesen sind und wir hätten einfach durchs Fenster fliehen können. So. Ist dieser Raum weg? Und, ja, kann man gar nicht mehr anklicken, okay. Ist auch froh, dass er die Studenten jetzt losgeworden ist. Gut, dann schauen wir mal uns deinen Heißwasserboiler. Haben wir sonst noch da alles? Man muss wirklich alles im Großen und Ganzen anklicken, weil man nicht weiß, wo was genau ist. Ja, du bist sehr schlau. Oh, was ist das für eine Medaille? Okay, können wir die mitnehmen? Na, dann halt nicht. Was ist, dann haben wir da noch eine Karte mit Buntstiften bemalt. Okay. Können wir den mitnehmen? Auch nicht. Lösungsmittel. Ich dachte, dass wir das noch brauchen. Vielleicht brauchen wir es später noch irgendwann. Was ist das da? Da haben wir noch ein Glas. Oh, auch nochmal Lösungsmittel, okay. Oh, die Sankara-Steine. Die waren ja in Indiana Jones 2 zu sehen. Aber ich dachte nicht, dass er sie gerettet hat. Die sind doch in die Schlucht gefallen. Oder ist nur einer runtergefallen? Ich dachte, es wären alle drei, wo runtergefallen sind. Ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Ich glaube, es wäre mal Zeit, die Filme mal wieder anzuschauen. Da haben wir eine Kristallscherbe. Das ist jetzt auch wieder gut. Ich brauche es nicht, aber jemand in San Francisco braucht es. Das ist eine Anspielung auf Zack McCracken. Ich weiß gar nicht genau. Entweder war das vor dem Spiel. Ich glaube, das müsste vor diesem Spiel gewesen sein. Manic Mansion, Zack McCracken und dann jetzt Indiana Jones 3. Glaube ich jedenfalls. Und das war, wie gesagt, eine Anspielung auf das Teil, weil diese Kristallscherbe, damit konnte Zack sich verschiedene Sachen machen, wenn es eine blaue gewesen ist, in ein Tier sich ein Tier übernehmen. Aber das soll uns jetzt nicht kümmern, das ist ein anderes Spiel. So, Werbesendungen. Was haben wir denn da? Nur Werbung. Briefe. Noch mehr Briefe. Und ein Päckchen. Ja, schmeiß es doch alles gleich wieder so dahin. Dann öffnen wir mal das Päckchen. Das Gral-Tagebuch seines Vaters. Okay. Und natürlich nicht zu vergessen, dieser Totenfall, das darf ja in keinen Lucasfilm Games oder LucasArts Spiel fehlen. Sam und Max. Das darf natürlich nicht fehlen. Irgendwo in einem Spiel ist ständig die zwei zu sehen. Zumindest Max ist zu sehen. So, jetzt können wir aus dem Fenster aussteigen, aber soll ich was sagen? Wir müssen das ja nicht machen, wir sind ja nicht auf der Flucht. Nicht mehr. Das heißt, wir gehen ganz normal aus der Tür heraus. Okay, da geht er nicht hin. Außerdem können wir uns dann noch diese Sachen anschauen. Können wir den benutzen? Okay. Okay, da geht's auch nicht weiter. Das Pinbrett. Ein Reißauflauf. Boxtraining umsonst beim Junior. Das haben wir schon gesehen. Oh, ein Platz in Dr. Jones Unterricht. Okay, das ist nicht so das, was er sich wahrscheinlich freut zu hören. Professor Ravenswood.
Auch eine Anspielung. Das war der eine aus Indiana Jones 1, der allerdings tot war, aber seine Tochter. Naja, egal. Wir sind jetzt im dritten Teil. Ich frage mich echt, gibt's keine Musik? Wir haben da aber vorhin Musik gehabt. Ja, und da ist die eine Hälfte der Tafel. Ich glaube, die Texte hier sind sogar original aus dem Film. Das hier war sehr wichtig, die Beschreibung des Grals. Da müssen wir uns. Da müssen wir uns auf jeden Fall sehr gut umschauen. Das ist nämlich sehr wichtig. Aber irgendwie fehlt mir echt die Musik. Aber wir haben sie nicht ausgeschaltet, oder? Ich muss kurz mal was schauen. Aber, Musik ist eigentlich an. Dann gibt es anscheinend tatsächlich keine Musik. So, jetzt können wir reisen nach Venedig. Aber wir gehen erst zu Henrys Haus. Wir wollen ja noch nicht nach. Ach, du Schande. Ja. Natürlich das Graltagebuch. Aber wir schauen uns erstmal hier um. Ich weiß gar nicht mehr, ob man hier irgendwas finden konnte oder nicht. Ja, können wir den richtig hinstellen wieder? Sieht nicht so aus. Ja, okay, er räumt ein anderes Mal auf. Kein Papier ist drin. Okay, das hat nicht viel gebracht. Keins der Papiere ist von Bedeutung. Können wir den Schreibtisch öffnen? Ja, geht nicht. Was haben wir da? Den Kühlschrank, den können wir doch öffnen? Nee, geht auch nicht. Okay. Da haben wir Chuck, die Pflanze, die darf natürlich auch in keinen Lucasfilm Games fehlen. Nö, er nimmt's auch nicht mit. So, konnte man damit was machen mit diesem Regal? Ja, ich wusste es doch noch. Mit dem konnte man was machen. Und da hinten drauf, ganz klein, ist ein Klebeband. Auch wenn es heißt, ein dicker Klumpenklebeband. Aber den nehmen wir mit. Hier sieht man auch richtig schön, das habe ich noch gar nicht gesagt gehabt, aber habt ihr wahrscheinlich gesehen, Inventar besteht nicht aus kleinen Bildchen, wie bei den heutigen Adventures üblich, sondern tatsächlich auch nur aus Text. Und später muss man dann diesen Text runterscrollen. Das heißt, einen Gegenstand zu suchen. Das könnte manchmal, je nachdem, recht lang dauern. Das haben wir noch mehr Bücher. Was haben wir da? Da haben wir noch ein Bild. Können wir das Bild mitnehmen? Ja, tatsächlich. Ist sonst noch was da? Nee, da haben wir nichts.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir den Klebeband und das Bild noch brauchen. Daran erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Okay, also auch nichts unter dem Bett. Gut. Wäscheschrank? Ja, natürlich. Okay, dann halt nicht. Ich glaube, weiter mehr können wir auch hier nicht machen. Obwohl, können wir noch die Tischdecke mitnehmen? Okay, dann nimm mal die Pflanze mit. Ziehpflanze. Drücke Pflanze. Ziehe Tischdecke. Pflanze ist im Weg. Ziehe Pflanze. Drücke Pflanze. Was ist Pflanze? Ach, was ist es einfach? Ach, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ist es. Mit was ist kann man da schauen, was wo überall ist. Hier sieht man ja auch jetzt unten, dass dann die Hotspots sich ändern. Das, was später im Großen und Ganzen von allein gemacht worden ist, muss man erst auf was ist drücken. Nimm, nicht nimm die Pflanze. So, und jetzt können wir noch bestimmt die Tischdecke nehmen. Und da haben wir noch eine Truhe. Was da drin ist und ob wir es überhaupt aufkriegen, könnte ja auch verschlossen sein. Vielleicht kriegt man es auch überhaupt nicht auf. Ich weiß es echt nicht mehr. Auf jeden Fall, das schauen wir doch in der nächsten Folge dann an. Auf jeden Fall sage ich dann mal vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt dabei. Und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss!